Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Das Jahr 2020 ist demnächst zu Ende und ich habe in der letzten Zeit ein bisschen reflektiert, was, ich will jetzt nicht sagen, was Untypisches für mich ist, aber dass ich mir so intensiv irgendwie, dass ich mir so mal intensiv Gedanken gemacht habe, so praktisch wie ein Jahresrückblick, also nicht jetzt irgendwie chronologisch oder so, sondern insgesamt, was mir so am, was sich so am meisten eingeprägt hat für mich und so weiter. Sowas habe ich eigentlich noch nie gemacht. Ich bin auch eigentlich nicht so der Typ für so übers Jahr dann, also am Ende des Jahres nochmal so zurückblicken, irgendwie in Erinnerungen hängen und sowas. Aber ich dachte mir, vielleicht ist es mal ganz cool, wenn ich mir mal was aufschreibe, und ihr werdet es ja schon am Titel gelesen haben. Ich habe mir 10 Dinge aufgeschrieben, die ich in 2020 gelernt habe. Und ich dachte, das ist jetzt nicht einfach so, ich erzähle euch 10 Sachen, so fertig, sondern ich habe mir dafür, also für die 10 Punkte, 10 typische deutsche Sprichwörter rausgesucht, die für mich, also ich habe bei keinem der Sprichwörter so nach der Bedeutung exakt danach geforscht oder so, sondern ich habe halt einfach durch eine riesige Liste Sprichwörter mich durchgelesen praktisch und habe da halt ein paar Punkte gefunden, wo ich dachte, das beschreibt so den und den Fakt, den ich dieses Jahr einfach gelernt habe oder was mir dieses Jahr besonders aufgefallen ist oder ziemlich genau, und habe das dann praktisch so, wie ich das Sprichwort interpretiere, in meine Liste sozusagen eingefügt. Punkt 1. Jeder ist seinen eigenen Glückes Schmied, seines eigenen Glückes Schmied. Das muss ich sagen, ist mir dieses Jahr sehr, sehr, sehr bewusst geworden, in der Hinsicht, dass jeder für sein eigenes Glück verantwortlich ist. Jeder sein, was er tut, was er sagt und so weiter, komplett von sich selbst nur abhängig machen sollte und nicht von anderen Menschen. Und dementsprechend auch, wenn jemand irgendwie einen Traum hat, einen Wunsch hat, irgendwas, was er gerne umsetzen möchte, dann kann er das einfach machen, soll er das einfach machen. Jetzt mal ein bisschen konkreter. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich dieses Jahr mein Leben einmal komplett auf den Kopf gestellt habe. Und falls nicht, ich kann das Video verlinken, in dem ich da drüber gesprochen habe, zumindest, so ankündigungsmäßig, bezüglich auch auf den Kanal und so, was sich da geändert hat. Und auf jeden Fall war das halt so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, dass ich, um glücklich zu sein, muss einfach nur ich das tun, worauf ich Lust habe, beziehungsweise muss ich das tun, wo ich denke, dass es mich glücklich macht oder was in dem Moment sich richtig anfühlt. Seitdem ich eigentlich jeden Punkt meines Lebens mehr oder weniger einmal komplett geändert habe, also von Wohnort über Berufsweg, über Beziehungsstatus, generell einfach alles und auch nicht nur jetzt solche äußerlichen Faktoren, sondern auch Einstellungen zum Leben, Prinzipien und so weiter. Seitdem ich da komplett einmal alles auf links gedreht habe, bin ich halt jetzt auch wirklich glücklich. Einfach aufgrund dessen, dass alle Faktoren, die mein Leben betreffen, von mir selbst ausgesucht wurden und ich halt für alles selbst verantwortlich bin. Und da kommen wir gleich zu Punkt 2, Scherben bringen Glück. Das kann man jetzt im übertragenen Sinne sehen, also wenn irgendwas kaputt geht oder irgendwas, also Scherben als Symbol für irgendwas, was zerbricht, was kaputt geht, dass es dann Glück bringt. Also das klingt jetzt auch wieder hart, aber dadurch, dass ich halt zum Beispiel meine Beziehung beendet habe sozusagen, also die Beziehung kaputt gegangen ist, ich jetzt glücklicher bin. Also die Sache ist, dass die Beziehung ja nicht kaputt gegangen ist, weil irgendwas vorgefallen ist, sondern dass ich die Beziehung bewusst beendet habe. Aber wenn man das jetzt Scherben im Sinne von irgendwas zerbricht, irgendwas geht auseinander, betrachtet und dann so nach dem Motto halt Scherben bringen Glück, also irgendwas muss zerbrechen, irgendwas muss kaputt gehen, damit
irgendwas Positives daraus wird. Also wenn man das so deutet, dann bezieht sich das auf den ersten Punkt, dass es mir halt jetzt einfach so damit besser geht, wie ich jetzt lebe. Ein weiterer Punkt. Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Den habe ich mir ausgewählt, weil ich sagen muss, seitdem ich also dieses Jahr halt so ein bisschen gelernt habe, was ich so will und praktisch mein Leben auch ein bisschen wie aufgeräumt habe, also im Sinne von Dinge geklärt, Dinge richtig gestellt, Dinge verändert und so weiter. Ich habe, also seitdem ich das so gemacht habe, habe ich praktisch jetzt ein ruhiges Gewissen, weil ich mit mir selbst jetzt absolut im Reinen bin. Also ich habe irgendwie, ich sag mal, keine Baustellen mehr offen, mehr oder weniger. Ich habe alles so in eine richtige Reihenfolge gebracht, in ein richtiges Verhältnis gerückt und so weiter. Und wenn man so, ich sag mal, alles, was einen vorher irgendwie belastet hat, aufräumt, verändert, was auch immer, dann hat man dann im Nachhinein praktisch seine Ruhe. Es kann sein, dass man das Sprichwort ganz anders eigentlich deutet oder dass es anders gemeint ist, aber für mich hat es irgendwie so diesen Aspekt da betroffen, dass ich jetzt halt einfach ein friedliches, entspanntes, nicht unbedingt langweiliges Leben habe, aber einfach ein stressfreies und ja, das hat es für mich eigentlich ganz gut verdeutlicht. Ein weiterer Punkt, was ich auch einen sehr guten Satz finde: Alle Menschen in der Welt streben nur nach Gut und Geld, und wenn sie es dann erwerben, legen sie sich hin und sterben. Das ist so ein Punkt, den ich schon sehr lange, also jetzt nicht als genau diese Redewendung, aber was ich schon sehr lange so meiner Lebensphilosophie sozusagen betrifft. Also, dass ich irgendwie schon länger der Meinung bin, dass man, also dass das Wichtigste im Leben nicht unbedingt halt Erfolg sein sollte, im Sinne von finanziell, beruflich, Karriere machen, was auch immer, sondern das Wichtigste halt einfach ist, dass man glücklich ist, egal wie. Und dass man, wenn man glücklich ist, auch Erfolge hat, als Folge dessen. Und dass man, wenn man glücklich ist, wenn man Erfolge hat, weil man glücklich ist und weil man sich halt einfach nicht so, ich sag mal, den so Stress macht, dann man auch jederzeit immer, ich sag mal, überleben kann, wenn ihr wisst, wie ich das meine. Das ist jetzt einfach so darauf bezogen, dass ich das jetzt einfach mal so ganz offen sage, wie es ist. Ich bin 21 Jahre alt, ich habe vor 3 Jahren Abitur gemacht und habe bis jetzt noch keinen Abschluss, also im Sinne von eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein abgeschlossenes Studium, was für mich jetzt aber irgendwie auch nicht schlimm ist, sage ich mal, einfach aufgrund dessen, dass ich zum einen das bald anstrebe, also ich was gefunden habe, was ich bald machen werde und dann auch hoffentlich erfolgreich abschließen werde, aber da sehe ich jetzt nicht so die Schwierigkeit drin. Aber was ich einfach damit sagen möchte, ist, dass ich bisher einfach mein Fokus zwar schon darauf gelegt habe, mich beruflich da in eine bestimmte Richtung zu entwickeln, aber halt einfach bis jetzt noch nicht genau das gefunden hatte, was mich so erfüllt, und ich mich zum anderen aber auch nicht einfach unter Druck setzen lassen habe in die Richtung, dass ich unbedingt Karriere machen muss sofort, dass ich unbedingt mich halt mit materiellen Dingen bereichern muss oder was weiß ich, sondern dass ich ein glückliches, entspanntes Leben habe. Und zum Beispiel auch aus diesem Grund habe ich mich einfach dazu entschieden, meinen Wunsch, sehr jung ein Kind zu kriegen, diesem Wunsch praktisch nachzugehen, also praktisch im Sinne von, dass ich halt einfach ja das so umgesetzt habe, wie ich es mir gewünscht hatte, dann war und bin ich einfach sehr, sehr glücklich. Und ich könnte jetzt sonst wie viele Faktoren aufzählen, die halt einfach dafür sprechen, dass man
sehr jung ein Kind kriegt. Aber jedenfalls, was ich damit im Endeffekt sagen möchte, ist, dass ich meinen Fokus halt einfach darauf gelegt habe, ein glückliches Leben zu führen und ja, ich sag mal, Familie vor Karriere zu stellen, mehr oder weniger. Halt einfach zufrieden bin mit allen Punkten. Und ich weiß nicht, ob ich genauso zufrieden wäre, wenn ich jetzt 3 Jahre nach dem Abi jetzt schon ein Studium abgeschlossen hätte. Vielleicht auch mehr oder weniger auf Zwang. Also das Studium, was ich als allererstes angefangen habe, da hätte ich jetzt den Bachelorabschluss theoretisch haben können oder wäre jetzt soweit. Das Studium habe ich nicht weitergemacht, weil es mich einfach nicht erfüllt hat und ich mich da so nicht drin gesehen habe. Aber hätte ich das jetzt einfach so weitergemacht, hätte ich jetzt den Abschluss da und wäre damit aber irgendwie nicht glücklich. Das wäre einfach nicht der Sinn der Sache. Ein weiterer Punkt. Heiter kommt weiter. Den fand ich irgendwie süß. So im Sinne dessen, dass ich einfach gemerkt habe, dass man mit positiver Energie ganz viel erreichen kann und dass ich wenn ich irgendwie im Alltag unglücklich war oder dass ich irgendwie, eine Situation ausgesetzt war, wo ich mit einer Person zu tun hatte, die einfach negative Energie verbreitet hat, so will ich das jetzt einfach mal nennen, dass es dann auch auf mich abgefärbt hat und mich dann irgendwie runtergezogen hat, sag ich mal. Und mir das einfach in der letzten Zeit sehr oft bewusst geworden ist, dass man einfach sich seine positive Energie bewahren sollte. Und auch wenn irgendwie, ich sag mal, irgendwelche kleinen, doofen Sachen passieren, sei es jetzt irgendwie ein Missgeschick oder sei es halt, was weiß ich, einfach so Situationen, wo man sich zum Beispiel über irgendwas aufregt oder so, dass man sich dann trotzdem nicht komplett davon die Laune verderben lassen sollte, einfach weil es eh keinen Zweck hat. Ein anderer Punkt, wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen. Das fand ich irgendwie auch sehr lustig, weil es irgendwie total auf mich zutrifft. Ich habe einfach gemerkt, dass ich, als ich hierher gezogen bin, ich relativ wenig Zeug so besessen habe, was ich halt hier mit hergeschleppt habe, sage ich mal. Und die wenigen Sachen, die ich aber hatte, ich sehr strukturiert aufbewahre. Die wenigen Sachen, die ich besitze, eigentlich bei allem weiß, wo sie sind. Ich ein-, zweimal bis jetzt erst nur irgendwas verlegt habe, sag ich mal, und suchen musste, aber das war dann halt einfach nur Dummheit beziehungsweise nicht ordentlich gesucht. Unverhofft kommt oft. Das ist ja ein sehr typisches oder sehr häufiges Sprichwort. Das ist jetzt nicht auf was Konkretes bezogen, aber ich muss sagen, dass ich in diesem Jahr viele Sachen erlebt habe, die sehr kurzfristig passiert sind und einen sehr großen Einfluss auf mein Leben hatten, dass ich sehr viele Menschen mehr oder weniger kurzfristig oder unverhofft praktisch kennengelernt habe oder getroffen habe oder was auch immer, die für meinen einen gewissen Einfluss auf mein Leben praktisch haben, also jetzt nicht im negativen Sinn, insgesamt so auch auf mein Leben dieses Jahr oder auf die Dinge, die dieses Jahr passiert sind, also dass ich mein Leben einmal komplett verändert habe, wusste ich im Januar noch nicht, das wusste ich auch im März noch nicht, das wusste ich auch im Mai noch nicht. Im Juni wusste ich, dass die Tendenz, beziehungsweise habe ich gecheckt, dass in mir da so ein Wunsch ist und im Juli habe ich es umgesetzt. Das war auch mehr oder weniger unverhofft und durchaus positiv. Wer flüstert, der lügt. Ich interpretiere das so, wenn man etwas leise sagt, beziehungsweise wenn man etwas für sich behält, über eine Tatsache nicht spricht, aus welchen Gründen auch immer, man nicht so ganz dazu steht. So würde ich das jetzt mal ganz grob formulieren. Der vorletzte Punkt, wer nicht will, der hat schon. Das war auch so, was ich gelernt habe, man muss den Menschen nicht hinterherrennen. Man sollte sich einfach auf sich selbst konzentrieren, jetzt nicht im negativen und egoistischen Sinn. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, ich hoffe, das waren jetzt auch wirklich 10 und ich habe mich nicht verzählt, und zwar Ende gut, alles gut. Ich finde dieses Sprichwort eigentlich irgendwie echt schön, irgendwie süß so. Und die Sache ist, dass ja mit dem Ende des Jahres 2020 praktisch eigentlich nichts endet, außer das Kalenderjahr. Aber trotzdem, ich mich halt einfach freue, dass ich ein sehr aufregendes Jahr hinter mir habe, wo sehr viel in sehr kurzer Zeit passiert ist. Das Jahr
unfassbar schnell vergangen ist, aber ich einfach weiß, dass es ein gutes Jahr war. Ich bin ein glücklicher Mensch, ich habe alles, was ich mir wünsche, mein Leben ist perfekt, so wie es jetzt ist. Ich bin mehr oder weniger wunschlos glücklich und ich glaube nicht, dass sich das zum Ende des Jahres noch großartig verändern wird, weil ich nicht wüsste, wieso. Einfach aufgrund dessen, dass ich, wie ich in mehrere Punkten jetzt erwähnt habe, selbst für mein Glück, für meine positive Energie verantwortlich bin und ich mich da jetzt auch nicht von irgendwas in irgendeine Richtung negativ praktisch beeinflussen lasse und dementsprechend ich weiß, dass das Jahr gut enden wird, egal wie es enden wird, aber wenn das Ende gut ist, dann ist alles gut und ich somit wirklich sagen kann, dass ich meine Bilanz von 2020, also mein Fazit einfach ein sehr, sehr positives ist und ich sehr einfach rückwirkend sagen kann, es war ein gutes Jahr, es war ein sehr aufregendes Jahr und das Jahr wird gut enden und deswegen ist alles gut und mit den Worten verabschiede ich mich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben in mein Jahr 2020, in alles, was ich so gelernt habe, was ich begriffen habe, was mir so passiert ist und ich bin eigentlich auch ganz, ganz froh jetzt gerade, dass ich das mal selbst so alles nochmal ausgesprochen habe, nicht nur aufgeschrieben und durchdacht, sondern das auch wirklich nochmal ausgesprochen habe und ich glaube, das ist auch für jeden eine ganz gute Methode ist, egal wie das Jahr war, egal ob es positiv oder negativ war, alles nochmal ein bisschen so nicht zu verarbeiten, aber sich selbst nochmal darzulegen und also sprecht das aus, sprecht es an, redet mit irgendjemandem, reflektiert für euch das Jahr, ihr müsst das ja auch nicht in Sprichworten oder sowas machen, aber es ist auf jeden Fall eine gute Sache und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich verlinke das letzte Video unten drunter, sowie das eine, was ich da angesprochen habe. Und dann bis zum nächsten Video.